Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Kosten sparen, Multichannel Publishing. Der Titel, der ist schon 2 Jahre alt, die Beschreibung auch. Ja, also wie bei so vielen hier, aber es passt immer noch. Ja, zunächst ein paar Worte zu mir. Ich bin im Schwerpunktsystem Auswahlberaterin für webbasierte Marketingportale, Redaktionssysteme im Bereich Corporate Publishing, Online-Editoren, Übersetzungsmanagement, das sind so meine Schwerpunkte. Und ich berate dann die Unternehmen von der Anforderungsanalyse bis zur Anbieterbewertung und übernehme auch Projektbegleitung. Dann habe ich noch einen Lehrauftrag an der Uni Wuppertal für das Fach Web to Publish für den Masterstudiengang Druck- und Medientechnik. Und die Fragestellung, also Kosten sparen, Wirtschaftlichkeit, das ist halt bei den Projekten dann auch immer wieder mal ein Thema. Da geht es dann darum, also das gibt es auch selten, aber gibt es in Projekten, dass man schauen möchte, lohnt sich der Einsatz von Systemen überhaupt, also von Marketingportalen? Oder manchmal ist es auch so, dass dann eine Investitions-, also quasi die Entscheidung für ein System halt wieder getroffen wurde und man will dann im Nachhinein die Investition rechtfertigen. Also weil man das halt intern machen muss. Also das sind so die Aufgabenstellungen. Dann habe ich früher auch in einem Institut viele Jahre Kalkulationsgrundlagen für die Medienproduktion ermittelt. Hier sitzt mein Leidensgenosse, der Thomas Müller. Genau, das waren wir gemeinsam. Er im Bereich Repro, ich mehr im Bereich Satz. Lange her. Gut, und dann habe ich ein zweites Standbein, also das sind Publikationen. Auf meiner Website gibt es eine interaktive Marktübersicht mit Lösungen. Und es gibt ein Buch, was ich jetzt ja seit einigen Jahren regelmäßig publiziere. Hier der Häme Ulrich ist auch drin vertreten. Und wer möchte, kann mir nachher auch seine Karte geben, dann schicke ich Ihnen auch gerne ein Exemplar zu. Das ist kein Problem. Ja, ich habe für den Vortrag 3 Fallbeispiele mitgebracht zum Thema Kostensparen. Das eine ist dokumentbasiertes Übersetzungsmanagement. Dann schauen wir uns an eine ROI-Rechnung für ein Marketingportal und dann Print-Layout-Prozesse mit und ohne Datenbankintegration. Das, ja, es wird ein paar Zahlen geben, das sagt schon der Titel und ich versuche das halt so möglichst in Praxisbeispiele einzubinden, damit es auch möglichst kurzweilig wird. Ja, dann starten wir mit dem Thema Übersetzungsmanagement. Ich habe da auch ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine Broschüre von, eine monatlich erscheinende Produktbroschüre von LR, Health and Beauty Systems, Wellness und medizinische Produkte. Und das war eine Aufgabe im Rahmen einer Systemauswahl. Diese Broschüre erscheint monatlich in 32 Sprachen. Und das war eben im klassischen Ablauf eine große Herausforderung. Das sieht ja dann so aus, wenn ich hier diese Vierteilung habe, zentrales Marketing bei LR. Es gibt eine Agentur, ein Satzstudio und dann eben die Übersetzer bzw. die Niederlassungen in den Ländern. Der Content-Master-Dokument wird erstellt, die Textbausteine ausgehend vom Mastertext gehen dann zu den Übersetzern und auch in die Niederlassungen, werden da übersetzt und dann in der zentralen Layout-Erstellung wieder durch das Satzstudio oder die Agentur eben in das Layout eingebaut. So, was passiert dann? Der Text wird eingebaut, passt nicht, geht wieder zurück zum Übersetzer in die Niederlassung, wird angepasst mit einem Preview als Unterstützung und muss dann wieder eben diese Korrekturschleife gefahren werden. Und bei 32 Sprachdokumenten, ja, erreicht es dann einfach irgendwann die Grenze, wo das nicht mehr geht. Und in dem Projekt war es dann auch so, kurz vor Finalisierung dieser monatlichen Produktion kam dann die Rechtsabteilung und hat gesagt, ja, 2 Produkte müssen raus. Ja. Und also die Leute im Marketing und in der Agentur, die breiten dann ihre Schlafsäcke aus. Ja. Die können dann da
schlafen. Und das ist halt wirklich, ja, da hat man gesagt, wir brauchen ein zentrales webbasiertes Tool. Und das haben wir dann auch, wurde auch eingeführt. Und das ist so, dass die hier, es wird das Masterdokument erstellt mit PIM-Integration, aber nur die Artikel, Artikelnummern und Preise. Und die gesamten Texte, die werden also, sind temporär und werden dann also auch nicht mehr, also überhaupt nicht im PIM gespeichert, sondern das wird halt monatlich immer wieder neu erstellt. Aber es geht eben darum, dass ich dann die Sprachdokumente vorbereite und zentral bereitstelle. Und die Übersetzer und die Niederlassungen können eben 24/7, das ist ganz wichtig, ja, eben darauf zugreifen und dann die Übersetzung machen. Und dadurch bekommt man halt überhaupt erst die Entlastung dann in dem ganzen Prozess, um diese Korrekturschleifen halt zu entlasten. Ja, und das System, hier haben wir mal so einen kleinen Einblick, das ist der Workflow, also der war zu Beginn, war der ungefähr viermal so groß, ja. Also von der Übersetzung über Freigabe wird eben der Workflow entweder manuell oder automatisch weitergeschaltet und den hat man also auch ziemlich eingedampft. Hier haben wir das Frontend für den Übersetzer. Das ist hier eine möglichst, ja, es ist benutzerfreundlich, also das sagen die Übersetzer, nicht ich, das ist das Entscheidende. Man hat halt eine geringe Auswahl an Funktionen und hier die ganzen Seiten dann im Überblick und hier ist so ein markiertes Textelement, ich weiß nicht, ob Sie sehen, und dann wird halt hier übersetzt. Ja. Genau. Und das Ganze ist eben InDesign Server basiert. Das Entscheidende ist, dass ich dadurch native InDesign Dokumente ein- und auschecken kann. Und es wird auch in diesem Prozess immer wieder gemacht, um zum Beispiel die Preise zu aktualisieren. Weil da steht dann XXX, wenn halt kein Preis da ist. Und dann wird das Dokument ausgecheckt, im Satzstudio aktualisiert oder auch final Bilder integriert. Da läuft ja dann der finale Bildprozess. Hier haben wir den Thorsten Hamann als Spezialist. Ja, genau. Schön. Okay, ja, die Monika Jokisch weiß Bescheid. Nein, und ist ja auch bei ihr. Ah, okay, ja, schön, da freut sich. Genau. Ja, also das ist ein, genau, das, da, und dann können die Dokumente eben, wenn jetzt solche Änderungen kommen, wie ich beschrieben habe, Rechtsabteilung sagt Produkte raus, dann wird das in den Sprachdokumenten wieder neu vorbereitet und zentral dann wieder bereitgestellt auf dem Webserver. Dann können eben die Übersetzer zentral, wann immer, zu welcher Zeit sie wollen, darauf zugreifen und dann die Übersetzung neu machen. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Normalerweise werden ja gerade auch so Übersetzungen für andere Kanäle benötigt, weil, ich sag mal, der Titel ist ja auch Multichannel. Wenn jetzt in das Dokument übersetzt wird, bedient man denn dann einen Online-Shop oder elektronische Kataloge, denn dann ist ja die Basis das Dokument. Und die Daten gehen ja letztendlich für die anderen Dinge verloren. Mhm. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Doch, das haben Sie richtig verstanden, das ist auch völlig richtig. Deshalb, das ist so, dass diese Texte eben temporär sind und jetzt nach Produktionsende wäre, wenn man das bedienen wollte, wie Sie sagen, müsste man die Texte zurückspielen ins PIM. Ja, das wird jetzt hier, also das ist jetzt mein Stand, ja, also hat sich, es gibt, dann ist es eben so, dass man die Texte nicht wiederverwenden kann. Und es gibt aber auch einen Katalog, da werden dann die Texte zurückgespielt. Und dann kann ich die eben natürlich auch für andere Kanäle verwenden. Ja, Thomas. Kurz anmerken, also wir setzen dieses Public Zone auch ein, aber auf Basis PageFlex. PageFlex hat für diese Textstellen quasi eine Datenbank. Okay. Und diese Textstellen kann man, wenn man PageFlex-Untergrund hat, auslesen. Ja. Also diese Datenbank kann man auslesen und dann in ein CMS spielen. Ja. Also da wäre, genau. Wäre das möglich. Ja. Wichtig ist, dass der Redaktionsschluss auf dem Papierdokument stattfindet, weil das ist ein verbindliches Dokument, das eine längere Zeit eine Gültigkeit hat. Und dann ist es wichtig, dass diese letzte Version, die wirklich gedruckt wurde, die letztendlich ins Web dann geht. Ja. Wenn man da auch gucken genau. muss, wie man von der Philosophie rangeht,
weil auch ein richtiger Prozess wäre, die redaktionellen Inhalte im CMS entstehen zu lassen, da abzusegnen und auf der Basis dann den Layout zu machen, damit dem Hess nicht den Transport aus dem Layout hervorragend wieder hin. Ja, da können ja auch immer Übertragungsverluste stattfinden. Absolut, ja. Ja, also das ist sozusagen der Wunsch-Workflow vom zentralen Content-Management-System. Genau, also es war halt jetzt ja für dieses Produkt, so wie es war, eben schon eine Riesenerleichterung. Aber da ist viel Luft nach oben, das ist völlig richtig. Ja, also es ist auch die Automation, ist auch, ja, es ist jetzt, können wir natürlich auch viel drüber sprechen, das ist, da gibt es dann auch für jede Sprache, also nicht für jede Sprache, für manche Sprachen Austauschseiten. Man kann ja auch diese Prozesse noch viel weiter automatisieren, dass man automatisch die Sprachdokumente erzeugen lässt und so weiter. Ja, ja und aber wir haben damals ermittelt eben, das waren 20-30% so der Arbeitszeit im Marketing, was wir da an Handling dann eben eingespart hat. Ja. Ja, zweites Beispiel, und zwar eine ROI-Rechnung für ein Marketingportal. Das war, ist ein Unternehmen, das Konsumgüter herstellt, und da hat man gesehen, dass man um die 1000 Adaptionen pro Jahr für Werbemittel ja, durchführen muss. Das heißt, die Anzeigen, Plakate, Aufsteller, Fahnen, ja. Da haben die Niederlassungen dann diese Werbemittel angefordert und da wurde manchmal nur einfach ein Satz und eine Zahl geändert. Und diese Adaptionen, die haben halt einen sehr hohen kommunikativen, aufwendigen Aufwand verursacht im Marketing. Und da wollten wir das ausrechnen. Also wie ist es denn, rechnet sich das denn, wenn ich jetzt ein Marketingportal einsetze, jetzt mal einfach um diese Adaptionen eben also zentral vorlagenbasiert abwickeln zu können, auf Template-Basis. Ja, und dann haben wir da so eine Investitionsrechnung eigentlich gemacht, dass man überlegt, also ich setze Kapital, investiere in ein Marketingportal und inwieweit rechnet sich das? Also fließt dann Wert zurück oder was habe ich für Zeiteinsparungen und wie ist die Amortisationsdauer? Also ROI ist ja so ein Begriff, also eigentlich ist das keine ROI-Rechnung, die wir hier machen, aber der Begriff ist halt so schick, ja? Return on Investment. Ja? Aber ROI ist ja eigentlich jetzt einfach nur am Rande, das ist, wenn ich Gewinn ins Verhältnis zum eingesetzten Kapital setze und dann kommt da ein Prozentsatz raus oder ein Faktor, das ist eigentlich der ROI. Aber wir schauen jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr auf die Prozesse und sozusagen, ja, auch im Blick auf die Kosten. Deshalb ist eigentlich der Begriff Investitionsrechnung hier eher angebracht. Hier einfach mal ein Beispiel für ein Marketingportal. Diese Rechnung bezieht sich jetzt nicht auf dieses Unternehmen, das einfach nur, da habe ich eine Freigabe dafür bekommen. Das ist ein Marketingportal von dem Hörgerätehersteller Audio Service. Und da können eben die Händler, die Niederlassungen Druckprodukte bestellen, also Vorlagen aufrufen, individualisieren, online anzeigen oder eben auch im Bereich Social Media Posts und Anzeigen dann darüber individualisieren und bestellen. Das ist eben so ein typisches Marketingportal, nur als Beispiel. Ja. Aber die Rechnung ist also, wie gesagt, ja, muss anonym bleiben. Ja. Ja, das ist jetzt dieser Ist-Ablauf. Wir haben ein zentrales, sehr serviceorientiertes Marketing da gehabt und die Niederlassung hat dann Werbemittel bestellt, also zum Beispiel eine Anzeige auch vom vergangenen Jahr, wo eben eine Zahl geändert werden soll, die Jahreszahl. Ja. Wird dann bestellt und die Marketingabteilung hat immer alles weiter durchgeschleust zur Agentur. Und die Agentur hat eben alles, die ganze Medienproduktion gemacht. Dann wurde das übers Marketing wieder an die Niederlassung weitergereicht und da dann mal vielleicht eine Freigabe erteilt oder eben auch nicht. Dann gab es entsprechend die Korrekturkreisläufe und nach einer finalen Freigabe konnte dann die Datei dann auch an die Niederlassung weitergegeben werden. Ja, und dann meint man, dass es jetzt zu Ende ist der Ablauf. Es kam aber viel schlimmer, weil einen Tag später kam dann die Niederlassung wieder
und hat, obwohl sie die finale Datei halt schon hatte, und hat erneut um Änderung gebeten, ja. Wie das so ist. Ja. Und diesen Zustand kann man dann eben über ein zentrales Marketingportal optimieren, indem Vorlagen für die Werbemittel eben im Portal bereitgestellt werden und dann von der Niederlassung individualisiert bestellt werden und die Marketingabteilung dann eben nur noch das Werbemittel freigibt. Ja. Wir schauen uns jetzt ja gleich ein paar Zahlen dazu an, aber es geht ja auch sehr oft nicht nur darum, kann ich jetzt dadurch einen Überschuss erwirtschaften, sondern häufiger Anlass eben für die Einrichtung von Marketingportalen ist die Sicherung der CD-Konformität. Also das ist eigentlich in 80% der Auswahlberatungen, die ich mache, so, dass man gerade ein neues CD entwickelt hat. Und das möchte man eben auch ganz gern in der Welt gesichert haben, ja, dass nicht jeder eben das Corporate Design umsetzt, wie er das gerne möchte, wie man das ja auch häufig kennt. Ja, international ist einfach 24/7 ein unschlagbarer Vorteil. Die Einsparung der Agenturkosten, also da müssen Agenturen halt sehr oft federn lassen bei den Portalen, das ist so, weil ich eben sehr viel Vorstufenkosten einsparen kann. Aber auch die zentrale Steuerung und das Reporting in solchen Systemen, also es ist einfach ein großes Bedürfnis zu sehen, was läuft überhaupt an Marketingproduktionen ab, wie viel Werbemittel, ja, welche laufen, welche nicht, welche Niederlassungen müssen vielleicht mehr unterstützt werden, ja, solche Dinge. Ja, ich bin in dem Feld auch ungefähr 10 Jahre unterwegs gewesen und habe die Erfahrung gemacht, dass man die Agenturen gut an Bord hält, wenn man denen erklärt, dass das, was sie an Litho-Sachen macht, was ja eigentlich sowieso, also das macht ja auch keinen Spaß, ob der Agentur ja eigentlich nicht, das macht ja, weil sie Geld verdienen möchte. Wenn man der Agentur sagt, ja, aber guck mal hier, du hast jetzt weniger Litho-Arbeiten, aber jetzt werden doch Kapazitäten frei, dass du dem Kunden mehr Konzepte und mehr unterschiedliche Werbemittel und jetzt kann man endlich mal auch Kampagnen fahren. Genau. Dann habe ich dann halt freie Räume im Kreativbereich. Absolut, ja. Die man dann ja wieder ausnutzen kann. Also wenn die genau. Agentur dann clever ist, ja, verdienen sie nicht weniger. Genau, da ist auch ein wichtiger Punkt, wo ich auch noch drauf zu sprechen kommen wollte, also dass nämlich diese Portale eigentlich dann, ja, wenn die richtig leben, auch sehr viel Arbeit verursachen. Wieder. Ja. Ja, und jetzt ein paar Zahlen, also wir gehen da nicht so sehr in die Tiefe, wer das vertiefen möchte, also ich habe diese Rechnung an sich, einfach nur so ein paar Eckdaten. Die gehen wir hier ganz bestimmt nicht im Detail durch. Es ist auf 5 Betriebsjahre, ein Einrichtungsjahr, aber hier nur mal so das Grundprinzip möchte ich halt gern veranschaulichen. Also ich schaue mir an, was habe ich für Einsparungen, wenn ich so ein System einführe. Dann, was habe ich für Kosten? Und das ziehe ich voneinander ab und dann kriege ich eben einen Überschuss oder einen Fehlbetrag. Das ist das, was mich interessiert bei einer Investitionsrechnung. Und das haben wir hier, also die Prozesse, eben, wenn man die sich anschaut, wenn ich im klassischen Ablauf, wo dann die Werbemittel von der Agentur umgesetzt werden, habe ich 2,4 Stunden für die Adaption eines Werbemittels und mit Web2Print oder Marketingportal eben eine halbe Stunde. Das gibt dann knapp 2 Stunden Einsparung für ein Werbemittel. Ja. Da bin ich dann so bei, was du gerade so in deinem Vortrag hattest, ne? 60 Sekunden für ein Attribut. Und wenn ich das dann hochrechne, dann komme ich da eben auf ganz beträchtliche auch Zeiteinsparungen letztendlich. Jetzt muss man natürlich, das sind auch Nettoprozesse. Ja? Manchmal lese ich das auch so, Wirtschaftlichkeitsrechnungen, ja, mit Agenturprozess brauche ich 3 Wochen und mit Web2Print-System 2-3 Stunden. Also das hinkt, weil ob die Mitarbeiter in Urlaub gehen oder krank sind, das darf uns hier nicht interessieren. Ja. Sondern es sind wirklich rein die Prozesse, also diese Korrekturläufe, von denen wir jetzt gerade schon, die wir jetzt gerade schon gesehen hatten. Ja, und das Ganze verbinde ich eben mit Kosten, mit Stundensätzen, die ich hier hinterlegt habe, 50 Euro, 70 Euro für die Agentur
Und dann komme ich eben auf eine Einsparung hier von 120 Euro rund für ein Werbemittel. Und das wird dann multipliziert mit der Anzahl Werbemittel. Wir hatten ja hier 1000 Adaptionen pro Jahr. Jetzt ist es hier so, dass über 5 Jahre eine ansteigende Zahl von Werbemitteln angenommen ist, weil man geht nicht davon aus, dass man auf einen Schlag alle 1000 Adaptionen mit dem System macht, sondern so ein steigender Nutzungsgrad dann stattfindet. Ja, und das sind also schon, wir sehen das ja nachher nochmal im Überblick, doch erhebliche Zeiteinsparungen, die ich damit erreichen kann. Bei den Kosten ist es so, ich habe hier eine Einrichtungskosten von 48.000 Euro angenommen. Also die Implementierung, Schnittstellen, Programmierung, initiales Vorlagenset. Ja, das ist so ein Wert in dem unteren Bereich. Ja. Und ich habe laufende Kosten hier in Höhe von 67.000 also Euro pro Jahr, Software as a Service, auch laufende Vorlagenentwicklung. Und ganz wichtig, ich habe hier einen Mitarbeiter, der sich um das System kümmern muss. Also hier nur ein halber, ja, vorsichtig gerechnet, wie gesagt. Also das sind Kosten, ja, die sind vorsichtig, aber ja, und das sind natürlich Kosten, die hier mit berücksichtigt werden. Und dann komme ich nach 5 Jahren auf einen Überschuss von 24.248 Euro mit dieser ROI-Rechnung. Es ist also, ich sag mal, es ist relativ schwer, wirklich schwarze Zahlen, Überschüsse in dem Sinn zu erreichen mit solchen Portalen. Ganz genau. Also das ist, ich denke schon, es sind realistische Zahlen, die da hinterlegt sind. Das sind natürlich, ist ein Kaugummi, das ist ganz klar. Das ist, man muss sich halt für bestimmte Parameter entscheiden, wenn man dann so eine Rechnung macht. Hier ist es alles nochmal zusammengefasst. Die Amortisation, die wäre dann nach 4,4 Jahren. Ja. Und hier sehe ich eben über die 6 Jahre, ich habe diese, ja, also es sind die Einsparungen minus Kosten, also diese Überschüsse oder Fehlbeträge. Ab dem 2. Betriebsjahr fange ich an, sozusagen einen Überschuss zu erwirtschaften. Und diese Überschüsse, die müssen halt diese Fehlbeträge so gesehen eben dann amortisieren oder abdecken. Und bei den Zeiteinsparungen intern, extern heißt, ich habe also dann am Ende tatsächlich 240 Arbeitstage, also inklusive Agenturzeiten, ja, also Marketing plus Agenturzeiten. Und intern habe ich Einsparungen von 93 Arbeitstagen dann am Ende des Tages sozusagen, ja. Also nach dieser Nutzungsdauer. Ja, das ist erheblich, genau. Und da, hier den Punkt finde ich halt auch wichtig, also Stichwort Time to Market. Ja, also wie schnell bin ich mit meinen Werbemitteln dann nämlich auch präsent in den Niederlassungen, im Handel. Und dafür spielt es ja dann auch eine große Rolle. Ja, und hier ist es nochmal zusammengefasst, das ist aber eigentlich die entscheidende Quintessenz oder das Fazit, eher prozessuale Erleichterungen. Es ist, denke ich, schwierig, da wirklich zu sagen, also ich habe da zum Ziel, Überschüsse zu erwirtschaften. Ich hatte das in einem Projekt für eine Kulturorganisation, die weltweit eben tätig war. Und da hat man gesehen, dass zum Beispiel in Afrika oder Asien würde sich ein Marketingportal nie rechnen, ja, aber in Europa schon. Also weil da einfach die Grafikkosten, die sind so niedrig, ja, das, aber, und da man das weltweit betrachtet hat, hat man eben gesagt, also man investiert nicht, ja, sondern hat dann zum Beispiel, waren dann InDesign-Vorlagen, die man zentral bereitgestellt hat im Intranet, wo dann die Agenturen darauf zugreifen konnten. Also es gibt ja dann auch immer noch mal so alternative Möglichkeiten. Fragen, ja. Wie viel ist eigentlich die Qualität wert, weil wenn ich die InDesign-Vorlage rausgebe, heißt es halt doch, dass wieder irgendwelche Bilder reingeladen werden, dass wieder irgendwelche Typos benutzt werden. Klar. Wenn das okay ist, und das ist ja für den Unternehmen auch okay, dann, ja, genau, muss es nur wissen.
Genau, und dann ist auch der Wille zur Standardisierung, ja, hatten wir gestern gesprochen. Da war es zum Beispiel so, da war der Wille nicht da, was so Kulturbroschüren anbelangt hat und so. Ja. Also da war dann das einfach, ja, einfach der richtige Weg. Dann. Gut, aber und es sind Momentaufnahmen, solche Rechnungen, aber ich sage mal, die Grundaussage, denke ich, ist schon soweit gültig. Und es sind die Marketingportale, die ich jetzt so kenne, da ist es eigentlich so, dass es gar nicht so sehr um das Thema Kostensparen, also man investiert wirklich sehr viel, die Portale leben, es werden immer mehr Werbemittel dann auch eingebaut und auch im Marketing kann es erhebliche Aufwände verursachen. Man muss sich mit der Weiterentwicklung beschäftigen. Es gibt dann zum Beispiel eine SAP-Schnittstelle, um die ich mich kümmern muss, wo ich einen Lasten- oder Anforderungskatalog da für Schnittstellen schreiben muss und muss mich halt da auch, da ist dann schon auch im Marketing trotzdem einiges an Aufwand dann natürlich auf einer, ja, andere Arbeit, ja. Aber ich denke, es sind dann Aufwendungen, die eher was damit zu tun haben, wie kann ich mich auch besser im Marketing platzieren. Ich kann mich mit den neuen Werbemitteln, mit den digitalen Kanälen beschäftigen. Ja, also bin da eher in einem vorwärtsgewandten Thema dann. Das würde ich lieber meine Zeit verplempern in Abstimmung von Bestehenden oder würde ich lieber Neues schaffen? Ja, genau. Ja, ja. Ja, und das findet da dann auch eher statt. Ja, dann der dritte und letzte Beispiel. Da geht es um Print-Layout-Prozesse für Broschüren. Und zwar mit ohne Datenbankintegration. Das ist jetzt mal so ein Beispiel. Hier so eine Produktbroschüre, Beispiel ja, von so einem Automobilzulieferer. Also eher marketingorientiert, aber mit integrierten Produktdaten. Und da haben wir uns das mal angeschaut, wie sich das von den Prozessen her verhält, wenn das Layout in der Agentur gemacht wird und vom Unternehmen, das ist hier der obere Bereich, werden eben Bildproduktdaten angeliefert, aber eben auf vielen verschiedenen Wegen. Die werden dann über E-Mail, WeTransfer, über die Dropbox bereitgestellt. Ja, also, und die müssen alle dann verwaltet werden, über die Speichermedien, das muss dann alles irgendwo wieder zentralisiert werden. Ich habe auch viele Daten mehrfach gespeichert bei der Agentur. So, und dann gibt es eben die andere Möglichkeit, dass ich über das InDesign mit Plugins arbeite. Das heißt, ich habe dann einen direkten Zugriff über Plugins auf die Datenbanken, also auf das MAM oder auf das PIM-System. Und das wird einerseits realisiert über Hersteller-Plugins oder es gibt auch, das habe ich jetzt mitgebracht, die Lösung CI Hub. Die hat praktisch ein Connector mit über 40 Schnittstellen zu MAM, PIM-System, Cloud-Speicherdiensten, Bildspeicherdiensten. Ja. Und das sieht dann praktisch so aus. Ich bin dann im InDesign, hier ist dieses CI Hub-Panel. Und dann kann ich praktisch meine gewünschte Datenbank anwählen, beziehungsweise muss mich einloggen oder in der Dropbox. Ja, und kann dann per Drag and Drop die Bild- oder auch eben Meta-Produktdaten dann in das Layout ziehen. Und das gibt halt einfach auch schon eine Erleichterung, Optimierung dieses Layout-Prozesses. Ich starte das mal, das ist ein kleines Video. Und sieht man dann eben, wie hier diese Metadaten eben auch, also dann ins Layout gezogen werden. Das kann auch innerhalb eines Textbausteins sein, ja, kann man dann die Produktdaten hier übernehmen. Also bei den Bildern ist so, dass ich ja dann auch Aktualisierungen angezeigt bekomme. Das ist bei den Metadaten wohl noch nicht der Fall, aber soll dann auch kommen. Ja, und dann, das ist jetzt für unser Beispiel nicht so relevant, aber das ist eine kleine Database-Publishing-Anwendung. Hier wird in der Dropbox ein CSV-Export gemacht von diesen Bildern und dann über die Datenzusammenführungsfunktion in InDesign eben so eine kleine Serienproduktion quasi gemacht.
Ja. Da wird die CSV-Datei mit diesem Layout verknüpft in InDesign über die Data Merge zur Datenzusammenführungsfunktion. Ja, ja, das ist das, so wie das funktioniert. Und wenn man das, also hier habe ich die Parameter für die, für diesen Prozess, den ich ausgerechnet habe. Und das Entscheidende ist, dass ich eben dieses ganze Datenhandling, also bei, wenn ich jetzt diesen Prozess mit Datenbankintegration mir anschaue, ich habe das Datenhandling mit den ganzen Speichermedien entfällt und ich habe einen zentralen Zugriff auf die Daten. Ja, es ist eben nicht dezentralisiert und vor allem das Wichtige, ich habe Copy, Drag and Drop und nicht. Ja, wer war da? Ja, genau, das ist meine Lieblingstasche seit vielen Jahren jetzt. Genau, also das ist halt der Punkt, wo man auch diese Prozesse, also es sind ja eigentlich Offline-Prozesse, aber wo man die eben über so eine Online-Geschichte dann effektiver machen kann. Und ich habe für so eine 24-Seiten-Broschüre komme ich dann auf eine Einsparung von 4,5 Stunden. Das sind also 19% Einsparung, wenn ich diesen Prozess mit der Datenbankintegration mache. Ja. Ich hatte ein Beispiel, übrigens auch um Produktionsdaten für dichtungsringe Hersteller im Projekt. Und da haben wir eine Database Publishing-Anwendung auch deshalb gemacht, weil gesichert werden konnte, dass die technischen Zahlen der Dichtungsringe, die im SAP-System verbindlich gespeichert sind, dann ohne Zahlendreher irgendwie Sicherheitslücken bis aufs Papier kamen. Ganz genau. Das hat sich dann eigentlich schon allein dadurch gerechnet, dass man die Sicherheit hatte, vor allem im US-Markt, dass man garantiert die Zahlen da drauf hat, die die verantwortliche technische Abteilung irgendwo sicher implementiert. Weil wie schnell passiert was in Excel, wenn ich in den Feldern mich bewege. Ja, genau. Genau. Da ist die Diskussion mit dem Kunden noch sehr schnell vorbei, wenn man die Frage stellt, und wie teuer ist ungefähr ein Fehler? Ja. Und meistens ist der eine Fehler schon teurer als die Einführung der. Ganz genau, also diese Zentralisierung und der zentrale Zugriff auf die Daten. Ein anderer interessanter Prozess war, wir haben da auch Visitenkartenportale für Konzerne laufen. Ja. Und ein ganz interessanter Aspekt hat sich da herausgestellt, dass die Stellenbezeichnung von einzelnen Positionen der Mitarbeiter, dass die nicht mehr frei editierbar da reingeschrieben werden darf, sondern aus dem HR-System automatisch übernommen wird. Oder aus einer Liste. Das schließt quasi aus, dass einer sich eine eigene Stelle erfindet, indem er seine Visitenkarte macht. Ja, genau. Und, interessanterweise, wenn man da genau hinleuchtet, gerade auch bei Konzernen ist das, wird das sehr häufig genutzt, wenn das quasi in einem frei editierbaren Feld. Genau. Das ist, kann man da die Sicherheit. Das kann das rechtliche Probleme erzeugen. Ja, genau. Bei so einem lapidaren, einfachen Ding. Ne? Genau. Das heißt also, ein Template für eine Visitenkarte. Man kann sich da in die erste Reihe buxieren beim Pitch, wenn man sagt, hier, es gibt die Möglichkeit, das mit dem HR. Auf jeden Fall, ja. Das heißt also, von einer Datenbank in die andere Datenbank zu übernehmen. Genau. Ja, ich habe da die Möglichkeit, mir die Sicherheiten oder Sicherungen zu schaffen, dann über die Datenbanken oder über Templates, die ich halt haben möchte. Genau. Ja, und welche weiteren Potenziale habe ich noch? Also ich sehe eben die Erweiterung von Prozessketten als einen ganz wichtigen Punkt an. Also das fängt schon an bei der Mediaplanung, kann das beginnen, ja, bis hin zur Aussteuerung der Werbemittel eben oft dann auch im digitalen Bereich, ob das jetzt Google oder Facebook ist zum Beispiel und dann auch Rückflüsse in das im Reporting, Optimierung, also hier die Prozesskette eben weiter auszudehnen. Und dann habe ich es hier geschafft, also nicht das Wort KI hinzuschreiben, aber letztendlich geht es darum. Und es wird ja auch schon ganz viel KI schon seit vielen Jahren, bald Jahrzehnten ja auch schon gemacht, ja, wenn man also regelbasierte KI
auch sich anschaut. Und ja, da passiert aber natürlich auch ganz, ganz viel im Bereich Textgenerierung oder Bilderkennung. Ja, wir haben ja jetzt hier heute und also heute und gestern auch schon einige Beispiele in den Vorträgen, denke ich, auch gesehen. So ein Hype-Thema ist ja auch hochpersonalisierte Werbemittel, ja, wo ich dann eben auch wirklich aus verschiedenen Datenquellen dann 1:1 Werbemittel generieren kann. Das ist ja auch im Moment eine ganz spannende Geschichte. Oder eben Recherche, Analyseaufgaben in großen, großen Datenmengen. Ja, das ist das, wo wir eben quasi auch einfach an unsere Grenzen kommen als Menschen, ja, das alles noch halbwegs wirtschaftlich auch leisten zu können. Ja, und dann ist halt die Frage, ja, Kosten sparen, wie sieht das jetzt wirklich praktisch aus? Ja. Ich sehe da halt zwei Ansatzpunkte. Das eine, ich kann wirklich direkt Kosten sparen. Das heißt also, ich nutze DeepL, ich bin da begeisterter Anhänger. Ja. Ich spare viel Geld, ja, wo ich eben keinen Übersetzer mehr brauche. Oder Services für Bildfreistellungen. Gerade in diesem Bereich, das sind auch sehr viel Kosten, die einfach direkt eingespart werden können. Und dann denke ich, ist es aber in vielen Fällen geht es darum, den Herausforderungen, die wir ja haben, überhaupt gerecht werden zu müssen. Das heißt, ich muss investieren, ich muss Geld ausgeben, Kapital investieren, um immer mehr Medienkanäle anzusteuern, um immer mehr Datenmengen auch zu managen. Oder auch die Internationalisierung, eben hier dieses, muss diese Broschüren, ja, wenn ich dann immer mehr Sprachen habe, komme ich eben mit meinen Prozessen einfach an meine Grenzen. So, das heißt, ich brauche solche Systeme, wie wir sie auch gesehen haben und muss dafür mit Software arbeiten, Prozessoptimierung und Automatisierung betreiben, um diesen ganzen Anforderungen eben überhaupt gerecht werden zu können. Ja, ich habe jetzt auch so einen Kunde, das ist ein Franchise-Unternehmen, der hat dann 100 Apotheken, ja, die Werbemittel bestellt und die werden fast wahnsinnig, weil die dann 100-mal dieselbe Anzeige anfassen müssen und auch anpassen müssen. Das muss einfach dann zentralisiert und standardisiert werden, um das überhaupt noch leisten zu können. Ja, das ist jetzt mal so die Klammer zum Thema Kosten sparen und genau, dann bedanke ich mich fürs tapfere Durchhalten, für Ihre Aufmerksamkeit und ja, bitte auch noch hier gerne um ein Feedback für den Vortrag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.